Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der Savior-Mod, und wir haben ja letztes Mal die Challenge Labyrinth Bound gemacht und sind da mit unserem weißen Pferd weiter galoppiert in die Trophäe und gehen mit diesem Pferd wahrscheinlich in die fünfte Challenge, nämlich Pale Horse, und wir schauen mal, ob wir unser weißes Pferd behalten durften. Es ist das weiße Pferd. Wir sind quasi aus der letzten Challenge einfach in diese Challenge rein galoppiert und haben einmal das weiße Pferd. Dann haben wir den Umhang, der uns stärker macht. Dann haben wir, oh, wir haben richtig nette Tränen auf jeden Fall. Dann haben wir Angsttränen, die Sensen auch noch sind. Und dazu haben wir noch die obligatorischen Hörner des Widders, die man leider nicht sieht, weil wir den Umhang haben. Jo, und dann haben wir halt noch ein blaues Herz und vier schwarze Herzen. Ich weiß nicht, ob wir rote Herzen bekommen können. Aber wir können auf jeden Fall fliegen und... Hä? Achso. Kriegen deine Stacheln. Das war jetzt gemein. Ich dachte, das wären einfach ganz normale Stacheln, aber es war so ein Stachel aus so einem Stachelraum. Und bei denen kann man nicht mal rüberfliegen. Habe ich erstmal Schaden bekommen. Wäre ich jetzt so lost, dann wäre ich jetzt tot. Yay. Egal. So, wir versuchen das auf jeden Fall wieder. Bisher waren die Challenges ja alle nicht so schwer. Auf jeden Fall habe ich die alle beim ersten Versuch geschafft gehabt. Bin ich mal gespannt, wann die mal ein wenig schwerer werden. Wir werden es sehen. Vielleicht heute. Aber ich denke nicht, weil wir können fliegen. Und wenn man fliegen kann, ist man sowieso schon OP. Da ist ein blauer Stein. Den nehmen wir mit. Dieser blaue Stein gibt uns ein blaues Herz. Yay! Wir haben ein blaues Herz. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Außer vielleicht diese schwarzen Fliegen. Nee, doch nicht. Gemini! Na, was gibt uns Gemini? Wir könnten auch unser... Ja, komm, wir setzen unser Pferd mal ein. Das macht zwar sowieso nie Schaden, weil die Strahlen die treffen. Aber man kann es ja mal machen, wenn man es hat. Und dazu haben wir noch eine Magician-Karte. Cool, oder? Die wird es rausreißen. Ah, komm schon. Oh, Speed Up. Ja, gut. Nehmen wir mit. Wir haben 3 Schaden von Anfang an. Okay, das geht ja sogar noch. Was ich allerdings doof finde, ist, dass wir keine goldenen Räume haben. In der letzten Challenge haben wir ja, trotz es ein Challenge One war, haben wir trotzdem goldene Räume gehabt. Das war ganz cool. Oh, okay, das hat sich gelohnt. Sehr schön. Ja. Und hier halt nicht. Schade, sonst hätten wir in den Shop reingeguckt. Wo ist er denn dann? Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter runter. So. Na, komm. Lass mich da rein. Danke. Kleine Lamp. Keller? Oh nein. Bitte nicht Hassgegner. Aua. Ach, da haben wir unseren Schlüssel. Dann können wir in den nächsten Shop reingucken. Ich hab grad einen Fussel auf der Zunge. Au! Nein! Oh Gott! Spinnen sind böse! Wow! Weil ich einen Fussel auf der Zunge hatte. Ich hätte gerne mal ein Lebensupdate, um zu sehen, ob wir die überhaupt haben können. Und mir fällt gerade auf, dass wir in der letzten Challenge sau das Glück hatten, dass wir keine Lebensupgrades gefunden hatten. Weil die uns sowieso nichts gebracht hätten. Cool. So. Hä, immer diese doppelten Gegner. Was ist denn los mit denen? Wow, da Damage. Hab doch keine Angst vor uns. So böse sind wir jetzt auch nicht. Nur weil wir dich mit Sensen beschmeißen, hast du Angst vor uns, oder wie? Dein eines Auge fehlt doch eh schon. Oh, ein Damage Up. Sehr schön. Und ein AP-Up. Und wir können tatsächlich AP-Ups bekommen. Finde ich gut. Judas Schatten. Judas Schatten. Oder Pyromaniac. Ah, das ist jetzt aber... Judas Schatten wird uns stärker machen. Aber Pyromaniac ist ein Special-Item. Und wenn man ein Special-Item hat, dann findet man öfter Special-Items. Ich nehme Pyromaniac mit. YOLO. Pyromaniac ist toll. Wir haben 2 Schlüssel, 10 Münzen. Wir schauen mal in den Shop rein. Lebensregeneration. Wir haben allerdings nicht genug Geld dafür. Nehmen wir das und die Pille. Und die Pille ist eine Telepille, die uns zum Boss teleportiert. Was? Das gibt's? Aber wahrscheinlich nur,
wenn man den Boss schon besiegt hat, oder? Ich hoffe es. Kann er eine Telepille echt zum Boss teleportieren? Einfach so. Hat sie bei mir, glaube ich, noch nie getan, außer eben. Naja. Katakomben 1. Wow, wir waschen hier durch mit unserem Pferd. Blue Babys Seele, nee. Nee, nee. Aber wüsste nicht wofür. Hilfe. Ah, dieser kleine Greed hier in der Mitte. Oh, der nervt ja richtig. Was ist das für ein blöder Raum hier? Der hat so sau viele Leben. Oh, und Geld. Vor allem Geld hat er ja dabei. Okay. Dann sehe ich mal über den Schaden hinweg, den er uns zugefügt hat. So. Noch ein Schlüssel. Cool, cool. Ja, also in den Shop hier können wir jetzt auf jeden Fall was kaufen. Ich hoffe, da ist nicht auch ein Greed drin. Das wäre doof. Komm her. Spinne, komm her jetzt. Nicht die Fliegen jagen. Du sollst uns jagen. Den netten Pferdemann von nebenan. Sind wir irgendwie stärker geworden? Ja, vier Striche. Vier Striche, okay. Da ist der Boss. Aber wir gucken nochmal, bevor wir zum Boss gehen, wo der Shop ist. Oh, nein. Au. Böses Ding. Shop, Shop, Shop. Oh nein, noch so einer. Okay, dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Man soll das immer positiv sehen. Ist zwar ein assiger Raum, aber wir kriegen Geld. Höchstwahrscheinlich. Geld oder den Steam Sale? Ne, Geld. Geld soll es sein, alles klar. Und das Geld verdoppelt sich ja sogar noch, dank unserem Trinket. Yay. Gut, was haben wir hier? Double Shot. Sehr geil. Holen wir uns das noch, holen wir uns das noch. Die Pille war nix Gutes, gell? Na, haben wir noch gar nicht gehabt. Ja, okay. Jetzt liegen hier ganz schön viele rote Herzen rum. Gut, oh Gott. Wäre ich fast schon wieder gegen gelaufen. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Also ein Doppelshot ist natürlich recht nice. Das merke ich. Die Bibel. Da ist er. Vor Angst verstarrt. Und das Pentagramm. Wow. Okay, wir kriegen heftig, deftig Damage Upgrades auf jeden Fall bei jedem Boss. Finde ich gut. Wie damit haben wir inzwischen immer noch nur 4? Okay. Hätte jetzt gedacht, wir haben schon 5. Okay. Oh, egal. Lang doch. Vor allem, wir haben 2 Schüsse. Das heißt, wir machen 2x 4 Striche Schaden. Wer soll dagegen noch ankommen? Haha! Wir sind der beste Tod aller Zeiten. Stimmt, wir sind so ein apokalyptischer Reiter einfach. Quasi. Wir sind einfach der Tod höchstpersönlich. Und wir sehen endlich Hörner. Wo haben wir die Hörner her? Sind das die Widderhörner sogar? Ach, jetzt sieht man die doch. Okay. Komisch, komisch. Oh, das hätte ich gern. Das hier. Ach, egal. Ich kaufe erstmal das Herz. Ich glaube nicht, dass wir noch genug Geld hier finden. Wäre aber schon ganz cool. Alles doppelt zu haben, wäre schon toll. Alles im Überfluss. Au. Mann, ich vermisse mein The Soul aus dem letzten Challenge One. Das waren noch Zeiten. Bisschen noch damals. Oh, Tour Spades. Danke. Ein paar Schlüssel mehr. Nehmen wir doch gerne mit. So, hier rote Kisten, auf jeden Fall. Oh Gott. Wow. Puberty, weiß man nicht. Are you a wizard? Perfekt. Gut, müssen wir ein bisschen warten. Weil so kann ich nicht wirklich gut gegen ihn kämpfen. Hilfe. Hä, man sieht sogar dieses Angstsymbol, wenn er in der Luft ist. Das wusste ich auch noch nicht. Hier, wenn er gleich mal in die Luft fliegt, während er Angst hat. Dann kann man das sehen. Hallo, kann der IO-Wizard-Effekt mal weggehen? Danke.
Das hat ja richtig lang gedauert. Da, man sieht das. Das ist witzig. Das ist cool. Plau, 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 plau. Plau, 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 plau. Wir müssen mal irgendwie Tiers abfinden. Konnte er nicht mehr ausspucken und der war schon tot. Meh. Viel zu viele Leben verloren für nichts. Auf jeden Fall nichts, was wir unbedingt bräuchten. So, noch mehr Münzen. Okay, vielleicht finden wir doch noch genug Geld. Scheinbar ist die Ebene ja doch recht groß. Und da wir alle Münzen doppelt bekommen. Okay. Okay, okay. Oder nicht doppelt, sondern immer ein noch ein mehr. Wenn wir jetzt eine Doppelmütze finden würden, dann wäre das auch nur eine Mütze mehr. Und wenn wir eine Fünfermütze finden, halt auch. Oh Gott. Hau mich anzugreifen. Oh, okay, wir können zurückgehen. Wo war der Shop? Da unten. Okay. So. Dann nehmen wir... Oder wollen wir die Technologie mitnehmen? Welche Technologie ist denn das? 1 oder 2? Technology. Das ist... Technology 1. Isaac, Tears, are we placed with a laser? Aha. Okay, ja. Kann man mitnehmen. Muss man aber nicht. Nee, wir nehmen das Humble Bundle mit. Humbling Bundle. Humbling Bingle. Kriegen wir alles doppelt. Ist auch nicht schlecht. So. Okay. Dann. Wo ist der Boss? Rechts oder oben? Wir gehen nach oben. Denn Gewinner gehen immer nach oben. Ah. Und werden da dann von einer Fliege getroffen und fast getötet. Duck One, hi. Ja, ich habe ein Pferd. Toll, oder? Ich glaube, er hat Angst. Vor unserem Pferd. Vor unserem weißen Pony. Tiersap. Sehr gut. Das brauchten wir. Das ist natürlich auch gut, aber dann haben wir keine Leben mehr. Okay. Vergesst es, wir haben doch Leben. Gumpy ist einfach zu gut, um es da zu lassen. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich, also mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, ein blaues oder ein schwarzes Herz. Und das ist eigentlich cool. Ich mag Gumpy. Gumpy ist toll. Nee. Wenn da keine roten Kisten sind, dann lieber nicht. Bam. Wow. Gumpy, wo bleiben die? Die Herzen. Die versprochenen. Satanic Bible. Ja gut. Oh, ist das ungewohnt, nicht mehr fliegen zu können. Egal, wir nehmen die satanische Bibel mit. Die wird uns mehr behilflich sein, glaube ich, als das Pferd. Auch wenn das jetzt die Challenge ein bisschen verunstaltet, weil wir unser Anfangs-Item dagelassen haben. Aber ist mir jetzt egal. Voll ungewohnt, nicht mehr zu fliegen. Hilfe. Aber wir sind trotzdem richtig schnell. Wir müssen auch mal was ohne unser Pferd schaffen. Sonst kommen wir nie weiter. Dann, wir haben uns viel zu sehr auf unser Pferd verlassen. So. Wir müssen andere Wege gehen. Upside down and then upside down. Oh, ich spiele in letzter Zeit viel zu viel Osu, es tut mir leid. Oh Gott, ich habe dauernd Ohrwürmer von irgendwelchen Liedern. Aber jetzt, wo ich in den Top 10.000 bin bei Osu, muss ich das öfter spielen. So blöd es klingt, aber sonst verliere ich meinen 10.000er Platz wieder. Vor allem muss ich besser als Tidus werden. Das ist das Wichtigste.
Oh, hi. Ja, die satanische Bibel hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Voll geil. Geil, ich mag die satanische Bibel. Und vor allem macht sie schwarze... Oh. Nein, du kannst mir doch nicht meine Schlüssel wegnehmen. Oh, was tust du? Oh, dankeschön. Forever alone. Na gut, haben wir wenigstens noch ein bisschen mehr Schaden. So. Los, Forever alone. Greife mit an. Dann halt nicht. Oh. Da hat unser Sweet Suffering uns was gegeben. Und eine Damage-Abpille. Geilo Matiku. Geilo Matiku. Geilo Matiku. Sind wir da? Telepille? Ja, können wir mal mitnehmen. Oha, ich hätte gern beides. Ich hätte gern beides. Ja, ich hätte gern beides. Hm. Was macht denn das eine eigentlich? Double Serve Pickup Drops. Ja, haben wir jetzt schon. Brauchen wir nicht. Wir haben schon das Humble Bundle. Das heißt, das da brauchen wir nicht. Aber der wäre eigentlich ganz cool. Komm, wir nehmen den Darkman mit. Haben wir, ja, wir haben hier so viele Herzen. Komm. Sei mal ein bisschen schneller unterwegs. Dann fahren... Der bringt uns auf jeden Fall was. Dann fahren wir jetzt die ganzen... Herzen hier noch kurz weg, damit er uns blaue Herzen gibt. Und dann zahlt er sich in dieser Ebene wahrscheinlich schon wieder aus. Wie viel hat der gekostet? 3 Stück. 3 Herzchen. Ja, da hat er uns schon mal 2 gegeben. Ein paar mehr Bomben. Wären auch ganz cool. Aber nicht genug Geld. So, hier war auch irgendwo ein halbes Herz. Genau. Los, Darkbomb. Sei nicht so langsam. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Und dann noch hier. Bitteschön. Gut. In dieser Ebene hat er sich noch nicht refinanziert, aber dann in der nächsten. So, den haben wir uns für die Zukunft gekauft. Telepille. Ja. Telepille behalten wir. Ich frage mich, wie weit wir gehen müssen. Auf jeden Fall ist das jetzt schon die Marms-Fuß-Ebene. Ich denke mal, wir müssen nur bis zu Marms-Herz. So wie in den letzten paar Challenges ja auch immer. Warte, da war ein Herz. Nimm das, nimm das. Da hinten. Muss ich da jetzt echt hinlaufen? Bist du blind? So, und? Danke. Da hat er sich refinanziert. Super. Und ich muss ihn nicht mal ausbilden. Das ist toll. Ah. Perfekt. War da drüben noch eine Batterie? Nee. Hä? Wieso dachte ich, da wäre eine Batterie? Egal. Oh, Pandora's Box. Oh, BBF. Okay. Los, Pandora's Box. Gebe mir Geld. Ja! Ich bin reich. Und tschüss. Oh, hallo, Greed. Hallo, grüner Pilz. Was macht der grüne Pilz? Oh, haben wir jetzt viel Geld. Oh, jetzt kriegen wir noch mehr. Wuhu. Okay, wir sind reich. One-Up. Achso. Das war das One-Up. Hä? Stimmt, der ist grün. Den haben wir auch richtig lange gesucht, weiß ich noch. Und den Gotthard haben wir immer noch nicht. Danke, One-Up, dass du mich daran erinnerst, dass ich den Gotthard immer noch nicht habe. Oh. Toll. Ach ja, immer noch der Gotthard. Nach 5 Milliarden Folgen haben wir den immer noch nicht gefunden. Was voll lächerlich ist. So. Ja, genau. Sammel einfach mal das Herz ein. Und ich gehe hier dann schon mal langsam runter. Das ist sowieso eine Magician-Karte, um das zu beweisen. Haha. In dieser Raumstruktur ist es nämlich immer eine Magician-Karte. Immer. Immer. So. Blauer Stein. Geilo. Oh, das wird... Was? Der kann auch schwarze Herzen geben. Au. Was? Der kann auch Spinnen geben? So ein Blödmann. Ach, guck mal, der ist jetzt größer geworden. Unser Darkbomb. Und unsere Fliege auch. Und unser Sack of Randomness auch. Ich weiß, dass er nicht so heißt. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Wer ist der Sack of... Mystics oder sowas? Okay. Ach, wir sind schon bei Mutti. Okay.
Warte, haben wir Pyromaniac? Ja, wir haben Pyromaniac dabei. Dann kann sie ruhig die ganze Zeit trampeln. Tut uns ja eh nicht weh. Heilt uns sogar. Wenn es was zu heilen gäbe. Du kannst den Schmerz, den du uns zugefügt hast, nicht mehr heilen, Mutti. Hä, wir dürfen sogar gegen das... Wir dürfen sogar gegenlaufen. Sogar nachdem es unten ist. Gegen den Fuß. Das ist natürlich auch toll. So. Wir nehmen wieder das Polaroid mit. Weil Schilde einfach OP sind. Hier, Krampus. Schild! Gibbs Head. Gabis Collar. Hä, werden wir schon wieder Gabi? Dein Ernst? Und, warte, wie schnell sind wir? 17 Minuten. Nur zwei Items. Ah, nehmen wir mal ein bisschen Geld mit. Ah, das sind schön viele Gegner. Den Boss haben wir noch nie gemacht. Komm, wir machen den jetzt einmal, um zu sehen, was hier so für Gegner kommen. Anscheinend kommen aber auf jeden Fall schon mal mehr Gegner als im normalen Boss Rush. Und es gibt keine Steine, hinter denen man sich verstecken könnte. Das fällt mir bisher auf. Und man kann jederzeit runtergehen. Ja, okay, es kommen mehr Gegner auf einmal. Interessant. Five Nights at Freddy's. Und mir wurde nämlich gesagt, dass wenn ich hier die Bosse alle mache, dann kann ich auf jeden Fall mehr als ein Item bekommen. Also, die sollen mit der Zeit irgendwie auch noch Items droppen, die Gegner hier. So habe ich das verstanden. Und das prüfen wir doch jetzt einfach mal. Auf jeden Fall gibt es hier richtig viele blaue Herzen zu holen. Ja. Wow, wir wurden einmal getroffen. Oh nein, jetzt haben wir ein Schild. Und können dieses Herz hier aufsammeln. Da. Loki, 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 Loki. Okay. Wieso kommen jetzt wieder weniger? Ne, es sind immer drei Gegner, gell? Drei Bosse auf einmal. Okay, dann geht das ja auch schneller mit dem Boss Rush. Ich frag mich, ob es... Ob hier noch die neueren Bosse kommen. Ne, es sind doch nur zwei. Hä? Ach, guck mal, da kommen Items. Oh. Beziehungsweise Kisten. Oh, die Karte. Cool. Spawnen die einfach so mittendrin? Das ist natürlich auch nett. Kann man sich also entscheiden, ob man nur die erste Charge an Bossen quasi macht und dann runtergeht oder ob man halt bis zum Ende macht oder wie auch immer. Das ist eigentlich ganz cool. Finde ich ganz, ganz toll. Kann man sich überlegen, wie weit man den Bossrush fortführen möchte und eventuell ein paar Items zu holen. Wow. Boah, da droppt viel zu viele blaue Herzen. Wie sollen wir denn hier sterben? Das ist unmöglich. Oh, der ist eigentlich der erste Gegner, normalerweise. Oh, den müssen wir schnell töten, sonst sind hier ganz viele Scheißhaufen. Schade, dass wir kein Cube of Meat oder sowas haben. Sonst hätten wir unseren Schild besser einsetzen können. Egal, kriegen wir auch so hin. Okay, die neuen Bosse sind hier auch. Hätte ich auch gewundert, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Sogar mal zwei, okay. Läuft bei euch. Läuft auf jeden Fall bei euch. Wow.
Okay, bei diesem Boss-Rush vermisse ich dann doch ein bisschen mein Fliegen. Aber nur ein bisschen. Hey, jetzt kommen ja echt alle neuen Gegner auch noch. Das ist ja cool. Aber wirklich alle, alle? Dann ist das ein Boss-Rush Extreme oder so. Oh, Damage Up. Gar nicht gesehen. Ja geil, dann kriegt man ja richtig viele Items hier. Man wird richtig belohnt, dass man den Boss-Rush macht. Oh, aua. Okay. Hi. Oh nein, da kommen ja dann noch richtig die blöden Gegner. Wir kriegen gerade viel zu wenig Leben. Oh, oh. Gib mir mein blaues Herz. Ah, er steht drauf. Hilfe, was ist hier los? Okay, ich glaube, ich sollte den als erstes töten. Der wird auch angezogen. Echt? Lol. Oha, okay, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen hart. Zum Ende hin. So. Na, was kommt jetzt? Auf jeden Fall, genau, fehlt noch so Blatt. Wollte ich gerade sagen. Komm. Genau. Das wollte ich, dass der Blatt einmal schießt, damit die Dinger wenigstens tot sind. So. Kommt noch was? Auf jeden Fall fehlen noch die Reiter. Oh, Goated. Alter, man kriegt richtig, richtig viele Items. Also richtig, richtig viele. Das gefällt mir. Lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, mit dieser Challenge das alles zu machen, aber egal. YOLO. Wir machen es einfach. Wenn es uns zu bremslich hier wird, dann können wir hier jederzeit gehen. Das ist das Schöne. Ach, die Rollkugel ist wieder da. Heute nicht, Rollkugel. Heute nicht. Hä? Oh. So. Gut. Ich frag mich, ob auch die Engel noch kommen. Müssten ja eigentlich, oder? Wenn alle Bosse, dann gehören auch die Engel dazu. Schauen wir mal. Na gut, erstmal die Harbinger alle. Kein Problem. Da ein paar Herzen. Danke. Gott. Ah, alles schießt hier rum. Hilfe. Gut. Autsch. Aber der dauert richtig lang. Klar, sind ja auch mehr Gegner. Dankeschön. Gut, dass wir den Darkbaum haben. Entscheid dich mal, wo du hin willst. Au, nur nicht zu uns. So, jetzt fehlen noch die Engel. Oh, der Satan kommt auch. Okay, ja, ja geil. Oh, Krebs. Nein, nein, gib mir Krebs. Gib mir Krebs. Ich will Krebs, danke. Wo ist der Satan? Ich sehe keinen Satan. Okay, erstmal den hier. Der nervt am meisten. Ja, ohne den Schild wäre das hier alles ein bisschen komisch. Hä, kommt dann auch Mutters Fuß und so noch? Das frage ich mich gerade. Jetzt sollte auf jeden Fall... Okay, die Engel. Klar, die sollten natürlich auch kommen. So. Wow, ich wurde in die Mitte teleportiert. What the fuck? Wie bescheuert sieht das denn aus? Einfach so eine Tür mitten im Raum. Was ist das denn?
Nee, nee, nee. Über Krebs behalten. So. Wenn sie tritt, dann tut uns das ja eh nicht weh. Ah, haben wir den auch besiegt. Das war's schon. Kein Satan. Öde, viel zu einfach. So, wie lange haben wir dafür... Wir haben dafür knapp 10 Minuten gebraucht für den Boss-Rush. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist noch ein halbes Herz. Wow. Ja gut. Ist mal was Neues. Können wir jetzt hier eigentlich auch so raus? Ich möchte ungern... Ungarn. Schauen wir nicht. Okay, wir müssen über die Stacheln rüber. Voll unnötig. Egal, wir haben es gemacht. So, habt ihr auch mal den Boss-Rush in dieser Mod gesehen? Und wir haben schöne Items bekommen. Richtig schöne Items. Wir sind stärker geworden. Zum einen. Dann haben wir eine Map gefunden. Was auch sehr schön ist. Und haben immer noch ganz viele Leben. Und zählt nur noch ein Item für die Gabi vor. Pow, 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 pow. So, und wir haben 99 Münzen. Yay. Was auch immer wir mit 99 Münzen wollen. Aber wir haben sie. Five Nights at Freddy's. Oh, das gibt's ja nicht. Habt ihr das gesehen? Ich habe nur so Tschüss gesagt, wollte schon gehen. Und dann sticht er mich einfach von hinten ab. Ganz, ganz assig, hinterrücks. Five Nights at Freddy's. This is a place to be. Überall Batterien. Achso, da sind auch noch Leben. Hier, nimm mal mit. Wow. Ah. Hä? Er hat beides gespawnt? Okay. Five Nights at Freddy's. Momski? Achso. Ja gut. Lalu Conquest. Hä? Hatten wir den eben auch im Boss-Rush? Müssen wir ja. Au. Noch mehr Geld. Das brauchen wir auch voll. Ach, hier kriegen wir sogar eins umsonst. Noch ein Damage-Up. Und hier ist ab nochmal. Ah, guck mal, wie süß das ist. Wir sind eine kleine Prinzessin. Wir haben Herz dann auf der Stirn. So. Und ein Halsband haben wir oben. Wir sind einfach ein Haustier von irgend so einem reichen Schnösel. Deswegen haben wir auch so viel Geld. Und deswegen, der darf uns dann anziehen. Und uns ein Herz auf die Stirn tätowieren. Mann. Wer tut denn sowas? Okay, ich glaube, unsere Tiersrate ist recht gut. Und der Schaden dazu auch. Also kann man zumindest mit leben. Hi. Oh, eine Forget-Me-Now-Pille. Schade, hätte ja ruhig mal ein Gabi-Item drin sein können. Ich will noch Gabi werden. Aber wahrscheinlich wieder in der letzten Ebene, kurz vor dem letzten Raum, werden wir dann erst Gabi. Halt viel zu spät. Wir können natürlich die Forget-Me-Now-Pille noch mitnehmen. Aber ob das was bringt, ich weiß ja nicht. Aber irgendwie sind die Challenges voll witzig. Ich mag die. Sind wir auf jeden Fall was Neues. So, eine Pille, die wir noch nicht hatten. Wow. Aber irgendwie werden wir immer viel zu stark bei den ganzen Challenges. Ich weiß ja nicht, ob das so geplant ist. Schon wieder. Stimmt, ich glaube sogar in der Beschreibung des Mods stand drin, dass da Challenges bei sind, die nicht wirklich eine Challenge sind, sondern eher Spaß machen sollen. Und das tun sie auf jeden Fall. Also alles richtig gemacht. So.
Oh, der Scheiß auf dem Trinket. Wir haben viel zu viel Pink an uns dran. Diese blöde Krone und dazu dieses Halsband. Das ist nicht toll. Ich glaube, wir müssen mal von zu Hause ausbrechen. Und unseren eigenen Style finden. Au. Nein, schon Atlas? Was? Stimmt, Conquest hatten wir eben. Oh nein. Es darf noch nicht zu Ende sein. Lass mich noch weitergehen. Disco. Es geht tatsächlich noch weiter. Oh, wie cool. Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Und hier ist ein blauer Stein. Gabi-Item? Nein. Gabi-Item? Nein. Okay. Anscheinend müssen wir in die Chest rein. Oder zumindest gegen Isaac kämpfen. Yay, wir dürfen weiterspielen. So, wo wird er sein? Wahrscheinlich da oben, denke ich mal. Pau, 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 pau. Maschinengewehr. Maschinengewehr mit Sensen. Da, 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 da. Pau, 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 pau. Ist mir egal, hier liegen eh viel zu viele blaue Herzen rum. Und wir haben mehr als ein Leben. Und dazu noch die satanische... Oh Gott. Wir haben viel zu viele Leben. Wir können gar nicht mehr verlieren. Es sei denn, wir stehen einfach nur doof rum für 50 Minuten. Dann vielleicht. Also, während ein Gegner im Raum ist natürlich. So... Oh. Wow. Okay, wir machen keinen Schaden. Oh Gott, jetzt haben wir verloren. Oh nee, oh nee. Okay, war anscheinend falsch. Wo gehen wir denn dann mal hin? Aha, den Raum kenne ich doch. Ha, dachtest du, wer? Dachtest du wohl. Du klappst. Wollen wir den Laser mitnehmen? Nö. Was? Asgard? Hä? Einfach eine Arschkarte. Cool, davon haben wir zwei Stück. Hunkwump. Was heißt denn Hunkwump? Okay, egal. Eine Arschkarte, das ist einfach die Karte mit den Tipps. Endlich kriegen wir immer neue Tipps. Denn bei dem regulären Isaac hatten wir ja da immer nur Chop Dislike Smoke. Jedes Mal bekommen. Ist also wirklich eine Arschkarte. Die dümmste Karte, die es gibt, die braucht man für gar nichts. Obwohl das eigentlich Tipps geben soll. Aber wir brauchen keine Tipps. Wow, du das Zunge. Du hast Judas umgebracht, Isaac. Oh mein Gott. Dafür wirst du sterben. Okay. Oh, wir müssen sogar noch in die Chest rein. Geht ja richtig lange diesmal. Okay. Das freut mich sogar. Und wir kriegen The Soul. Und doch ein All Stats Up. Wow. Oh, können wir alles mitnehmen. Geilo. Oh, das ist wirklich richtig geil. Ja.
Wir sprühen den ganzen Raum hier voll. Das ist doch richtig lächerlich. Und dazu haben wir noch das Soul. Das heißt, die ganzen. Wie komisch ich auch aussehen. Die ganzen Projektile werden abgefangen. Jo, noch ein Soul jetzt ab. Okay, gerne. Nehme ich gerne. Das einzige Schlechte ist, dass wir jetzt halt durch die beiden Oystets ab. Geil, wir kriegen richtig viele Items. Dass wir dadurch jetzt nicht mehr, wenn wir getroffen werden, den Schild bekommen. Das ist das einzig Schlechte. Weil wir halt rote Herzen haben. Aber okay, man kann ja nicht alles haben. Aber ich will alles haben. Brrr. Das ist so schön. Oh Gott. Nein, gib mir das. Ich bin ein Engel. Wie schön das auch ist, dass das alles so wegfliegt. Doppelt und dreifach. Wegen Parasite teilt sich das halt alles nochmal auf. Oder wegen was? Ne, wir hatten noch irgendwas anderes. Egal. Auf jeden Fall ist das schön. Oh. So lässt sich das doch leben hier. In der kleinen Isaac-Welt. Ah, das wird uns langsamer machen, deswegen sammle ich es mal nicht ein. Proptosis, okay. Werden wir noch... Jo, wahrscheinlich. Alter, was? Das kann nicht sein. Okay, damit will ich noch nicht zum Boss. Auf keinen Fall. Damit mache ich erst noch die anderen Räume, die hier sind. Oh, ist das schön. Gott. Kann das doch so geil sein hier. Danke, Challenge. Danke, danke. Ich liebe dich auch, Challenge. Ja, ich weiß, es geht noch größer mit den Dingern. Aber ich finde das schon recht nice, wie sie gerade sind. Oh Mann. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir den Blue Baby töten. Oh, das dauert sogar recht lang. Ist ja krass. Warte, was kriegen wir hier eigentlich noch? Komm. Nein! Stimmt. Mit Proptosis ist Sojamilch ja richtig scheiße. Stimmt. Ganz vergessen. Alter. Das ist voll lächerlich. Yay, yeah, dürfen wir den ganzen Weg normal laufen. Wir sind schnell... Ist schneller als unsere Tränen. Oh, wie süß das ist, wenn die alle so klein werden. Ja, von richtig riesig zu richtig klein. Egal, haben wir das auch geschafft. Nice. Ja, gut, das war die 5. Challenge, Pale Horse. Eigentlich voll unscheinbar angefangen und dann am Ende so eskaliert. Na gut, haben wir das auch geschafft. Easy. Also die ersten 5 Challenges waren bisher wirklich nicht allzu schwer, außer vielleicht die... Nee, keine davon. Doch, die Smelliest Nun war, glaube ich, nicht so einfach. Egal, dann als nächstes Lilith of Borg. Magical Girl, darauf freue ich mich auch. Das ist nämlich auch ein Lied bei Ozu. Und ja, auf jeden Fall brauchen wir ja noch einige Challenges. Also da haben wir noch einiges vor uns. Haben jetzt 5¼ geschafft. Und dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.